Ein Buntbartschloss ist denkbar einfach aufgebaut. Der Schlüssel besteht letztendlich nur aus einem Finger mit einer Fräsung, damit der falsche Schlüssel nicht passt. Das Innenleben des Schlosses besteht aus einer Riegelplatte und einer Zuhaltung. Zusätzlich gibt es teilweise auch noch eine Wechselstange, mit der die Falle zurückgezogen werden kann. Solche Schlösser sind mit einem Dietrich sehr leicht zu öffnen. Man nimmt diesen Buntbart-Dietrich, schiebt ihn über das Oberloch in das Schloss und mit etwas Spielen und Probieren dies ist an einem Modell immer besonders schwierig, kann man den Riegel zurückziehen.